Die Ausstellung Miriam Baker Staub funktioniert auf verschiedenen medialen Ebenen. Für die Ausstellung haben wir hier den Tresor im Bank Austria Kunstforum Wien in einen schwarzen Raum verwandelt. Einen schwarzen Raum, den wir bespielen mit einerseits Pastellen auf Papier, einem digitalen Animationsfilm sowie einem Künstlerinnenbuch. Die Künstlerin Miriam Baker ist in zwei Welten zu Hause. Sie trennt nicht etwa zwischen Film und bildender Kunst, und das ist das Faszinierende an ihrer Arbeit. Sie bringt den Film hier im Tresor im Bank Austria Kunstforum Wien mitten in die bildende Kunst hinein. Miriam Baker lebt in Köln, hat verschiedene Stationen unter anderem in London am Royal College of Art gemacht und kommt von ihrer Ausbildung her aus dem Film, aus dem Animationsfilm. Der Prozess in meiner Arbeit Staub geht zurück auf eine Arbeit von 2014, den Film Krickelkrackel, der aus schwarz-weißen Linien besteht. Und ich wollte eigentlich ursprünglich darauf basierend diesen neuen Film machen. Und es hat sich aber dann eigentlich aus technischen Gründen anders ergeben. Also ich konnte das nicht umsetzen und ich hatte im Lauf der Zeit verschiedene Ideen ausprobiert und auch Malweisen und bin in diesem Zuge auf Pastelle gestoßen, von deren Farbauftrag ich einfach überzeugt war. Mit diesen Pastellen habe ich dann im Lauf des Arbeitsprozesses, der Anfang 2018 begonnen hat, verschiedene Kompositionen ausprobiert, die zum Teil landschaftlich waren, zum Teil eher geometrischer Natur. Und in diesen Pastellen hatte ich bereits eine Bildkomposition mit dieser horizontalen Mittelteilung. Also es war sozusagen irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich entscheiden musste, wie dieser Film am Ende aussehen wird. Und da fand ich diese Mittelkomposition am interessantesten und habe dann versucht, daraus etwas zu machen. Und letztlich ging es mir darum, welche Arten von Bildkomposition ich herstellen kann. Also wie kann ich mit einer einzigen Farbe sozusagen Farbräume erzeugen, die zum einen abstrakt sind, zum anderen aber auch an zum Beispiel an einen Landschaftshorizont erinnern. Und da ging es dann auch sehr stark darum, wie ist dieser Horizont zu sehen? Ist das eine Linie, die als dicke Farbe sozusagen oder als Farbauftrag zu sehen ist, oder ist das eine helle Linie oder fängt quasi ein Teil an, hört in der Mitte auf und der nächste beginnt? Für mich war das einfach spannend, diese Raumwirkungen auszuloten im Film, die anders sind als auf dem Pastell auf Papier. Der Ton zum Film ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Bassflötistin Angelica Sheridan und die Komposition zusammen mit Karl Ludwig Hübsch. Und der Ton, den Sie hören, das ist ein analoger Ton, und zwar von einer Bassquerflöte, also es ist eine Querflöte in Basstonlage. Der titelgebende Staub wird so auf ganz verschiedenen künstlerischen Medien erfahrbar gemacht. Wir können also dem Farbstaub einerseits auf Papier nachspüren und andererseits im farbigen Staub auf der Projektionsfläche versenken oder beim Durchblättern des Künstlerinnenbuchs dem Staub nochmal ganz anders auf die Spur kommen.